Lass uns für einen kurzen Moment innehalten. Jeder von uns hatte schon einmal einen besonderen Tag. Es kann der erste Arbeitstag sein, für den du viel Zeit geopfert hast. Schule, Uni, Klausuren und schlaflose Nächte. Oder emotionale Ereignisse wie die Geburt des eigenen Kindes oder die eigene Hochzeit. Wir haben uns die schönsten Kleider ausgesucht, nochmal zum Friseur und einen schönen Duft aufgetragen. Wir haben alle erdenklichen Vorbereitungen getroffen, um das Beste aus diesem Tag herauszuholen. Es ist nichts Verwerfliches daran, Kraft und Zeit für einen besonderen Tag zu investieren. Jedoch müssen wir bedenken, dass es Tage und Momente im Leben gibt, denen wir noch mehr Wert beimessen sollten. Der gesegnete Monat Ramadan steht vor der Tür. Es ist der Monat des Fastens, der Monat, in dem der Koran offenbart wurde, der Monat, in dem wir eine Veränderung anstreben sollten. Und dafür müssen wir doch eigentlich die besten Vorbereitungen treffen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: O die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, wie es jenen vor euch vorgeschrieben war, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns in dieser Ayah eine Botschaft mit. Der Ramadan ist gekommen, damit wir Taqwa erlangen. Wir sollten mit dem Ramadan keinen Hunger, Stress oder Erschwernisse verbinden, sondern es sollte das Gegenteil bei uns bewirken. Wir müssen über unser Leben reflektieren und unsere Fehler beheben, sodass wir gestärkt aus dem Monat herausgehen. Und hier ist ein wichtiger Punkt, den wir verstehen müssen. Ohne eine richtige Vorbereitung werden wir nur sehr schwer unser Ziel erreichen. Stellt euch vor, eure letzte Prüfung steht an. Noch ein letztes Mal. Strengt euch an. Es sind die letzten Vorbereitungen, um das beste Ergebnis zu erzielen. Man würde einen Tag vorher rechtzeitig ins Bett gehen und seinen Wecker stellen, damit man bloß nicht verschläft. Genauso geht man an wichtigen Tagen vor. Man überlässt nichts dem Zufall. Was denkt ihr, wie die Sahaba sich für den Ramadan vorbereitet haben? 6 Monate vorher haben sie zu Allah subhanahu wa ta'ala Dua gemacht. Den Ramadan zu erreichen, ihre Gebete und ihr Fasten haben sie vermehrt. Nun seien wir ehrlich zu uns selbst. Welche Vorbereitungen haben wir für den Ramadan getroffen? Haben wir uns wie die Sahaba Wochen oder gar Monate auf den besten aller Monate vorbereitet? Man sollte nicht erst im Ramadan mit dem Lesen des Korans beginnen, sondern bereits vorher. Denn eins liegt doch auf der Hand. Je besser wir uns vorbereiten, desto leichter können wir unser Ziel erreichen. So gedenkt der gewaltigen Überlieferung, in welcher der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Minbar bestieg und ein sehr gewaltiges Bittgebet hörte. Jibril a.s. sagt in einem Teil einer längeren Überlieferung: Wer den Monat Ramadan erreicht und dem nicht vergeben wird, der wird in das Höllenfeuer eintreten und Allah wird ihn weit wegwerfen. Also sag Amin. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Amin. Wenn wir also wollen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns vergibt, dann müssen wir diesen Monat im Dienste Allahs nutzen. Und das geht eben nur, wenn wir uns entsprechend vorbereiten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den gesegneten Monat erreichen lassen und uns erlauben, das Beste daraus zu machen.